Da sind wir wieder. Und das Ding hat gut getan, ne? Finde ich auch. Also nach diesen Belastungen, die wir vorher hatten, gedehnt. Aber jetzt habe ich hier stehen, Andis A und O. Und A und O ist wie das Salz in der Suppe, wie immer wieder. Man muss doch mal wieder einen raushauen. Ich habe das auch gesagt, immer vorsichtig und passt auf euch auf und bleibt gesund und Reha-Sport. Aber heute haben wir uns vom Team gedacht, wir machen wieder eine Challenge, also eine Herausforderung. Und es ist wieder heute, darf ich das hier so sagen im Fernsehen, ne? Video, Gesäßtraining, ich wollte jetzt Arschtraining sagen, aber ich sag mal Gesäßtraining. Also, Beinmuskulatur, Oberschenkel und wichtig ist mir hierbei, um das auch seriös zu machen, wir wollen unsere Abwehrkräfte stärken. Wir wollen also auch uns belasten und nicht immer nur bewegen oder nur so ein bisschen, Bewegungstherapie machen. Wir wollen auch Sport machen. Und das meine ich jetzt für den 12-Jährigen und für die 92-Jährige oder Jährigen, das ist egal. Also versucht mal in euren Leveln zu sagen, komm, ich mach mal was und ich traue mir mal was zu. Überfordert euch nicht, muss ich ja immer sagen, hier, als Andi nachher gibt ihr Ratschläge, ich soll zu viel machen, aber die meisten machen eigentlich zu wenig. Essen zu viel, trinken zu viel und machen zu wenig. Und wir nicht, wir sind nämlich nicht die meisten. Heute haben wir uns überlegt, Leg Day, Beine, 500, kann ich gar nicht zählen so viele, 500 Kniebeugen in 10 Stunden. 10 Stunden haben wir uns gedacht, 500, warum? Weil jede Stunde 50. Also, ich mache das mal vor, nochmal, jede Stunde 50, ob ihr die 50 am Stück macht oder jede Minute und 8 Sekunden einmacht, das ist mir auch egal, 50 pro Stunde, die soll also so aussehen, ihr sollt keine Sprünge machen, tief runter und achtet bitte darauf, dass ihr auf 90 Grad seid, hier unten, das ist jetzt die Kniebeuge, die ich oder die wir sehen möchten, und die auch dann was bringt. Davon 50 Stück pro Stunde, 500 in 10 Stunden. Wer die hintereinander machen will, kann das gerne probieren. Ich würde es nicht machen hintereinander, aber in 10 Stunden 500 mal in die Knie zu gehen, denke ich, als Übung gehen wir nur in die Knie, sonst im Leben gehen wir nicht in die Knie. Morgen die nächste Challenge, haltet durch, freue mich euch zu sehen. Das Team Atlantis und der Andi.